Halt, wenn ihr beschossen werdet oder so, ne, ist normal, dass ihr sagt, so die Namen, wenn ihr jetzt nicht sofort One-Hit getötet werden, dass ihr sagt zum Beispiel, oh, Perry hat mich umgebracht, so Perry war es, ne? Oder so, nee, dann sind wir ja tot, da können wir ja nicht reden. Ja, aber davor noch. Eben, sobald ihr tot seid, dann nichts mehr sein. Aber wenn wir noch nicht tot sind, er schießt mich an, Tudu schießt mich an zum Beispiel, oder? Ja, klar, das darfst du sagen. Du darfst auch einfach so sagen, so Tudu, Tudu, Tudu. So, weißt du, auch wenn du lebst, so. Okay. Mit der Hoffnung. Tudu, Tudu, Tudu! Ja. Tudu, Tudu, Tudu! Ich bin Detektiv, da steht er sogar. Grantelbart, du siehst mir ein wenig aus wie Traitor. Nein. Ich verdächtige Grantelbart als Traitor. Nein, warum? Ich hab nichts gemacht. Was hast du denn in der Hand? Man kann nur als Traitor sehen, dass der andere Detektiv ist, oder? Nee, als den Detektiv sieht jeder. Jeder, ah, den okay, Traitor sieht nur. Aha, genau. Kevin, das klang jetzt komisch. Ja, Kevin, genau. Das klang ja bei Grantelbart komisch. Oh, komm, ja, ja. Wir eine Waffe haben. Hier, nimm sie. Also, der Kevin ist unbewaffnet. Okay, Grantelbart, der will auf seine Waffe nicht verzichten. Warum doch, denn? Warte, Moment, hier, oh, warte, ich schmeiß dich weg. Auf jeden Fall. Nee, weg ist er. Okay, ja, dann lauf doch mal jetzt ohne Waffe weiter, wenn du damit kein Problem hast. Ich hab damit kein Problem, du. Also, soll ich aber vielleicht woanders umschauen? Da, guck mal, der Kevin hat schon wieder eine Waffe! Der Kevin hat schon wieder eine Waffe! Warum hat der Kevin eine Waffe? Der Detective, der darf auch einfach sagen, so, ja, wirf mir die Waffe weg, so, du bist mir zu gefährlich, so, weißt du? Ja, ah, Kevin, okay. Weg damit! Jo, kannst du gerne haben. Hier, ins Gesicht! Okay. Was ist das? Der Mucke. Ja, der muss sowieso die Waffe wegwerfen. Wie? Bitte werf mal die Waffe weg. Ich hab keine. Okay, da steckt sie nur weg. Okay, okay. Mein Hawks. Habe ich jetzt irgendwelche Möglichkeiten, hier im 10-Menü als Detektiv irgendwas nachzuforschen? Nee, also ich würde dir empfehlen, am Anfang zum Beispiel das Radar zu kaufen. Dann siehst du schon mal, wo die Leute sind. Was ist denn hier los, Mann? Ich sehe nichts mehr. Jetzt. Zieh mal nicht mit der Waffe auf mich, Mucke. Okay, da habe ich jetzt. Das macht mich nervös. Hüpfen. Was ist das für Zeug hier? Das liegt einfach nur so rum, okay. Genau, also die Kisten kann man. Du beschützt mich, Mann. Mission? Ich beschütze niemanden, geh weg von mir. Beschütz mich, Mann. Dann kommt die Kiste angelaufen. Was soll die Kiste? Was ist das? Warum? Ich glaube, du und Kevin sind längst nicht so gefährlich wie Mucke und der Rest. Ja, Mann. Die wissen, wie das Spiel läuft. Wir haben überhaupt keine Ahnung. Ungelogen, ich spiele das zum ersten Mal. Ja! Ja. Oh, man, Hawks. Was sind das für Geräusche? Oh. Was ist das? Das ist so ein Turm. Schieß es ab. Die machen. Die fliegen halt jedem hinterher. Also, die fliegen auch den Traitern selber hinterher. Physics, wie bist du hochgekommen? Ah! Geklettert. Also, wie gesagt, wenn man tot ist, dann. Da ist jetzt zum Beispiel, hat jemand das Ding zugemacht! Da ist wo ein denn? Traitor ist in dem Traitor Room da hinten. Der kann sich jetzt hier hin teleportieren. Oder der ist immer noch da hinten. Da? Wer ist nicht hier? Ich bin hier. Perry ist es! Tötet Perry! Perry ist tot. Was ist denn mit Quizzix da oben? Wieso kämpfen wir da? Dürfen wir Tab drücken, um zu sehen? Na klar, du darfst immer Tabulator drücken, das ja. Weil ich hier immer bin, Grantelbart. Ich hab hier die Leiche von Perry. Grantelbart hat gar nicht nachgefragt, aber schön, dass er meine Stimme mit Kevin verwechselt. Na, das war ich, du Vollidiot. Achso, okay. Jetzt hab ich deine Stimme mit Kevin verwechselt. Kannst du die Leiche hier einmal mit E anklicken? Kann ich. Ich glaub, Grantelbart ist es. Guck mal, ob du einen Punkt bekommen hast. Wo sehe ich das? Wenn du C drückst. Oder oben rechts steht das. Ja, das sage ich jetzt nicht. Mit einer Shotgun wurde der getötet, der Perry. Wer hat eine Shotgun? Ich hab den getötet, der ist Traitor. Ach so. Also ich bin schon mal trusted, weil ich hab den getötet, ne? Ich bin in. Ich hab jetzt hier keinen Punkt gekriegt, ne? Sonst könnte ich mir ja wieder was kaufen, oder? Okay. Ja, dann ist das doch nur so eingestellt, dass wir nur einen Punkt bekommen. Oder die Chance besteht, dass ihr einen zweiten bekommt. Also ist nicht so 100%. Der Quizzix, der macht mich nervös da oben. Du machst mich nervös. Quizzix, leg mal bitte die Waffe weg. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube nicht, dass Quizzix. Ich bin nicht sicher bei dir. Ich glaube nicht, weil wir waren die ganze Zeit im Heizungskeller. Nee, der ist, glaube ich, wirklich geklettert. Was für Grantelbart? Also ich hab ja schon so meinen Verdacht. Ich glaube, so Kevin oder Grantelbart, einer von euch beiden ist. Grantelbart zielt die ganze Zeit auf mich. Das ist halt jetzt doof. Jetzt kann ich mir nicht mehr die goldene Pistole da kaufen. Aber das Grantelbart hat einfach nur Angst und guckt überall. Ich weiß es nicht, wer hier alles Traitor sein kann. Also es kann jetzt nur noch einer sein. Es kann nur noch einer sein. Okay. Wir haben zwei Traitor eingestellt. Ah, okay. Das wusste ich nicht. Okay. Dann wird's krimineller. Aber wieso hast du schon wieder eine Waffe eigentlich? Aber ich weiß nicht, ob du uns nicht verteidigen musst. Aber ich weiß nicht, ob du uns gerade nur verarschen wolltest, Kevin, so. Ja, der hat genau, vorhin Kevin, schon so uncool gefragt. Nein, ja. Sich alle angucken. Hier, nimm meine Waffe, ich hol mir eine neue. Hier, nimm meine Waffe, ich will auch nichts. Im Grunde ist in 20 Sekunden die Runde zu Ende, dann haben wir gewonnen. Und der Traitor verloren. Okay. Deswegen Grantelbart, also ich würde jetzt schnell was machen, ne? Ja. Oder Kevin? Oder Mucka?
Ich glaube, das ist ja geil. Es gibt noch mal. Kevin war's, hä? Kevin, der Bastard! Der Bastard! Oh, die sind alle losgegangen. Ich hab gerade eben noch versucht, was zu kaufen, aber ich hab mich jedes Mal beobachtet, Mann. Das war so fies. Kevin, du Sau. Am Anfang hab ich's mir noch gedacht, weil da hast du dich verplappert, aber jetzt später hast du dich gut gerettet wieder. Okay. Physik, wir waren unschuldig, beide, und haben uns so verdächtig. Das ist echt geil, sowas zu beobachten, wie sie sich so gegenseitig bewegen. Scheiße, Mann. Das ist echt nice, Mann. Also, ich war mir halt mega unsicher, weil die Frage am Ende, die hat mich doch schon wieder verwirrt, so, weißt du? Welche Frage? Ja, der ist unsicher, ob wie viel Detective, wie viel Traitor. Ja, das hat er echt gut gemacht. Geil, das hat er richtig gut gemacht. Aber so, weißt du, ich hab's auch oft genug erwähnt, so, weißt du? Ja. Kevin ist ein schlauer Hund. Ja, ich bin lieber mal ein bisschen ruhiger. So, dann nehmen wir doch mal die. Ups, ich mach mal. Also im Grunde, sagen wir so, wir haben einen, da heißt Motto. Bitte mal ganz kurz mich nicht töten. Ich muss ganz kurz meine Mucke anmachen. Wieso? Ja. Nur weil du Traitor bist, hast du Angst zu sterben, oder was? Das ist ein Traitor-Shop, 100 Pro. Bitte nicht stellen, ich muss ja, auch. Ja, das, so, das ist gerade angemacht. Ich muss ja, jetzt an. Ich muss nein, auch. Nein, bitte, töte mich nicht. Was ich hab meine scheiß Mucke angemacht. Ja. Ich musste nur kurz das Spiel hast deine Traitor-Menü-Mucke angemacht, ne? Mich bitte auch nicht töten, ich muss im Traitor, ich meine, ich muss, im Traitor-Menü was machen. Was war das? Ach so, Hilfe! Das waren ja die Achtung, jeder werfen darf, oben ist einer auf dem Dach, oben ist einer auf dem Dach und der ist Traitor. Der aber weißt du das? Bist das du oder was? Nein, ich bin Detective und ich sehe, dass da oben einer ist. Und der kann nur ein Traitor sein. Komm doch mal her, ich will deinen Namen mit Detektivschild sehen. Du kannst das mit Tabulator sehen. Achso. Ah! Da, Tatsache. Hilfe! Was ist das? Das ist das ungefallene Geschütz. Hat der Gantelbart das gestellt? Nein. Doch, das war direkt ist in deiner Ecke. Wieso? Gantelbart. Das muss der Gantelbart sein. Ja, ey, komm! Das war richtig. Du warst das! Mucka, du warst das! Da oben ist der zweite. Oh, er hat auf mich geschossen, es ist er auf jeden Fall der da oben. Gantelbart, entwaffne dich bitte. Ja. Okay. Gantelbart! Scheiße! Gantelbart ist der eine, der zweite ist oben. Ja, der zweite ist oben. Ach ja, ich muss da leise sein. Boah! Hat er dich erwischt, oder was? Oh nein. Oh nein. Warte, ich kann dich heilen. Oh. Okay, du bist es. Der ist nur mal so als kleiner Einwurf, wie viel Prozent waren noch mal Traitor? 0,34. Oder 3,8 oder so. Also zwei Stück müssen das sein. Mhm. Physics, der hat einen Crossbow versucht. Hilfe! Ja, da musst du nur mal sein Köpfchen wieder rausstrecken. Physics. Oh, Quizzix. Dir geht's aber nicht gut, ne? Quizzix, wir können verhandeln. Spring selber. Genau, komm unbewaffnet runter, dann sind wir allerbeste Freunde. Wir tun dir auch nichts, ehrlich. Ganz kurz eine Frage. Also bei Terrorist steht halt auch Mucka, wow. Obwohl er Detektiv ist. Wenn ich jetzt hier Dings drücke. Ja, das hat aber damit nichts zu sagen. Das sind Terrorists sind alles. Also das ist sozusagen unbekannt. So. Alles. Das, was mich zum Detective macht, ist, dass ich blau unterlegt bin. Okay. Ja. Und Missing in Action, was heißt das? Da sind die Leute, die man weiß nicht, die können, also das sieht. Achso, tot, fake tot. Genau, und so. Das sehen nur die Traitor, ne? Das sehen nur die Traitor. Das bedeutet, ihr habt die getötet, die wurden aber noch nicht von den Innocent oder Detective identifiziert. Also das heißt mit E. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel Tudu killen würde und die Innocent würden das nicht sehen, so lange, bis jemand die Leiche findet und E drauf drückt. Okay. Das heißt also, die anderen würden nicht wissen, ob der noch lebt oder nicht. Die würden davon ausgehen, dass er noch leben würde. Was ist jetzt der konkrete Unterschied zwischen Terrorist Traitor und... Nein, Terrorist und nein, sagt er. Das Normale, was du gerade erklärt hast? Terrorist wissen, dass die böse sind. Innocent wissen das nicht. Also die wissen nicht, wer ist. Kevin, du bist Detektiv. Kevin ist Detektiv, beschütz uns, Kevin. Ich kaufe mal was hier. Beschütz mich vor Tudo, guck mal, der Mucka ist gefährlich, Mucka hat geschossen in unsere Richtung. Ich hab nur die Scheibe kaputt geschossen. Ja, nur die Scheibe. Ich bin safe. Kevin, kauf dir mal die goldene Pistole, schieß mal auf den Grantl. 100%. Nein, nicht auf Grantl. Doch, der hat die Waffe gleich wieder eingesammelt. Selbst. Physics geht nach oben.
Was machst du da, Kevin? Oh, 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 Vorsicht, Turtle-Granate von oben. Also, da ist einer hintergelaufen, ja. Ich weiß nicht, wer oben, das war. Da oben. Wer ist Perry, oben? Perry ist oben. Ah! Scheiße, diese Turtles verfolgen mich. Perry, ihr könnt ihn töten, ne? Perry ist unbedingt ein, Perry ist so ein Traitor. Halt nicht so wie ein kleines Schulmädchen. Wir sind ja auf dem Justin Bieber-Konzert hier. Justin Bieber. Zalando. Wer war das? So. Wer hat geschossen? Das war das Geschütz. Wer schießt? Wieso habe ich die ganzen scheiß Turtles bei mir? Kevin. Kevin? Beschütz mich. Wo seid denn ihr alle, Leute? Wir haben ja noch Mucka. Also Perry ist zu 100% ein Traitor, ne? Der war oben. Ja, der hat auf uns geschossen. Der kann es nebenbei hier einsehen. Leute, Krantebart ist es. Okay. Na! War das? Jo, er war es auf jeden Fall. Weil hat der Detektiv irgendwie mehr Leben? Irgendeinen getötet. Nee, aber diese Weste hat er doch. Genau, der hat die Schutzweste. Verdammt. Du hast mich voll erschrocken. Deswegen habe ich die Mucke vorhin auch nicht down gekriegt, ne? Ich habe gerade den DNA-Dinger ja. da gehabt. Und ich wusste nicht, wie der funktioniert. Wie kann ich den aktivieren? Wie viel, genau. Wie viel halten die denn auf? Mit dem DNA, ich weiß nicht, du kannst irgendwie mit Raceclick, glaube ich, das weiß ich selber nicht ganz genau, mit dem DNA-Scanner kannst du mit Raceclick, glaube ich, einmal DNA entnehmen und dann kannst du da drin gucken, wen der zuletzt gesehen hat. Ja, das hat nämlich nicht so geklappt, aber... Weil das weiß ich selber nicht, aber das dauert auch zu lange. Im Grunde stirbst du da immer. Also zwei Leute gleichzeitig angreifen ist keine kluge Idee. Vor allen Dingen, wenn der Detective dabei ist. Nee. Also wirklich, am besten ist es halt... Wir haben zum Beispiel einen, der schafft das immer, so Verwirrung zu stiften, dass sich die Innocent selber umbringen. Weil er die einfach so verwirrt. So. Okay, Verwirrung! Verwirrung! Also ich behaupte, ich bin Innocent. Dudo, ist es, Dudo? Nee, ja, du ich bist bin Detektiv, Junge. Kevin, ist es da? Guck mal, Kevin, haut ab, Kevin, haut ab. Guck mal, er will in Ruhe sein C-Menü aufbauen. Da, na, was machst du hier, Mucka? Da ist ein Traitor oben aufs Dach gegangen, da ist ein Traitor oben aufs Dach gegangen. Vielleicht ist das, Ablenkung. Warte mal, vielleicht ist Ablenkung. Quizzix ist da. Der ist immer da oben. Warum? Also Mucka schießt ohne Verdacht auf Quizzix, nur weil er da oben ist. Der Quizzix ist da oben. Ich seh ihn. Ja, ja, aber du weißt ja nicht, ob er böse ist. Der kann da, der kann sich nur hin teleportieren mit... Ach, wenn man da hochkommt, man nur als Traitor, ja? Man kann auch als Normaler hinkommen, aber das dauert extrem lange, weil du musst ganz außen entlang laufen. Okay. Deswegen, wenn einer so schnell da oben ist, dann kann man zu 100% sagen, der ist Traitor. Geh mal weg von mir hier. Ich verfolge dich nur, weil ich Angst. Ich will nicht allein hier rumstreichen. Ja, Mann. Ja, du willst alleine schießen. Jemand beschießt mich! Ah! Das ist Quizzix. Der hat fast Mucke abgeschossen. Grantelbart ist gestorben. Durch einen Sniper. Ich hab eine M4, guck. Ja, ja, ich glaub. Quizzix schießt die ganze Zeit von da oben. Perry, lebst du noch? Ich glaube, Perry und Quizzix sind es. Kevin, lebst du noch? Jo, ich leb noch. Okay, dann ist es Perry. Ist der da oben noch und auf dem Kevin. Dach? Ich habe eben noch Schüsse gehört. Da muss einer sein. Tudu, kannst du mal was sagen? Ja. Was denn? Ich glaube, Grantelbart ist es. Eigentlich fehlen ja Tote nicht, ne? Ja, das war just for the Trolls. Weißt du Bescheid? Mal gucken. Kevin, hast du schon Quizzix gefunden? Ne, ich hab gedacht, der ist da oben. Ich glaube, der ist da weggelaufen. Der muss hier irgendwo sein. Gesehen, dass du mich gesehen hast. Nee. So. Ehrlich, ich bin trusted. Hör mal, wenn du nicht mir vertrauen kannst, wem dann? Er hat sein PayPal-Konto verifiziert, er ist trusted. Ich hab die Capture eingegeben. Du kannst mir vertrauen. Eine andere Waffe. Wofür steckst du dich denn? Na mal ganz kurz, wie kann man den scheiß Spectator-Modus umstellen? Entweder mit Leertaste oder Rechtsklick. Je nachdem, was du brauchst. Mit Nachladen kannst du noch in die Ego-Perspektive gehen.
Boah, ich hatte die falsche Waffe, Mann. Mucker, die Sau. Der hat auf den Quizzix geschossen. Vorhin. Obwohl er wusste, dass der auch Terrorist war. Ich hab daneben geschossen die ganze Zeit. Ja, was eine Sau. Mann. Ja, die spielen in einer ganz anderen Liga. Ja, Mann, wir sind voll ihr Versager im Vergleich. Nee, ich kann euch eben einmal zeigen, wie man da hochkommt, weil sonst ist das unfair. Jo Leute, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. War noch ein bisschen kompliziert alles, aber in den nächsten Folgen wird alles nach und nach erklärt und die Leute spielen sich besser ein. Deswegen, falls euch das Video gefallen hat, dann gebt doch bitte einen Daumen nach oben oder kommentiert das Video. Hier habt ihr jetzt nochmal zwei DC-Videos und ja, bis zum nächsten Mal.